Herzlich willkommen in Bloemendaal, herzlich willkommen in den Niederlanden zum Europapokal der Landesmeister und das zum allerersten Mal mit dem Krefelder HTC, dem deutschen Meister, der hier antritt in Holland, um den Cup zu holen. Doch das wird ein schwieriges Unterfangen, denn nicht nur, dass der CHTC in seiner Gruppe Erster werden muss, es warten weitere schwierige Teams auch dann im möglichen Finale. In der Gruppe der Krefelder, es sind zwei Vierergruppen. Die Teams aus Polen, Poznan, aus England, Reading und aus Schottland, Kelburn mit dabei. Das ist sicherlich eine Gruppe, die machbar ist, aber es ist ja auch so, dass der CHTC unbedingt Erster sein muss, um ins Finale einzudringen. Alles andere wird nur ein Platzierungsspiel um Rang 3 werden. Ja, in der anderen Gruppe mit dabei Athletic Terrasse aus Spanien, die Waterloo Ducks aus Belgien, AC Bloemendaal, der Gastgeber, und Saint-Germain mit Nico Müskens, altbekannt, und natürlich auch in Bloemendaal. Top-Spieler mit dabei, die Zeller-Brüder und Tibor Weißenborn, zwei Weltmeister aus Deutschland, die hier dieses Team, der Gastgeber, sicherlich auch zum absoluten Favoriten machen. Und mit dabei in der anderen Gruppe Athletic Terrasse, das ist immer das zweitbeste Team in der Gruppe, würde man im Vorhinein behaupten, aber auch mit Weltklasse-Spielern gespickt ohne Ende. Guck mal, da siehst du dieses Slot-Dings vom Star-Slot-Makers. Dahinter liegt es so ein Parkplatz. Ja, allerdings der CHTC als deutscher Meister nach einem 7:1 letztes Jahr gegen die Stuttgarter Kickers. Natürlich auch mit Favorit, aber klar, Bloemendaal. Das wäre ein Traumfinale, wenn das zustande käme. Deutschland gegen Holland, und es wäre ja dann die Zweigstelle der Deutschen mit den vielen deutschen Akteuren im Kader des HC Bloemendaal. Ja, die Krefelder längst angekommen, haben hier die ersten Eindrücke gesammelt von der Ankunft hier am Platz und im Hotel. Und wo es dann gleich natürlich auch schon zum ersten Training gehen wird, wo sich die Teams dann einstimmen können und an den Platz gewöhnen können. Das ist ja ganz wichtig, gerade auch für die Eckenschützen zum Beispiel, dass man hier Freund wird mit dem Untergrund, um sich da bestens vorzubereiten. Ja, weil Notfall, du spielst ja wahrscheinlich mit dem Vermohren.
Ja, wir sind angekommen hier auf der Anlage des HC Blumenthal. Die einstimmenden Worte von Dr. Dietmar Alf. Natürlich für alle Beteiligten ein ganz besonderes Ereignis. Dieser Europacup der Landesmeister. Wie gesagt, der CATC zum ersten Mal Meister geworden und dementsprechend auch zum ersten Mal mit dabei. Durchweg eine Debütveranstaltung für die Beteiligten hier. Und die sich einstimmen müssen dann auf das erste Match, das gleich starten wird gegen den schottischen Vertreter von Kelburn. Das zweite Match wird dann gegen Reading sein und zum Abschluss gegen die Polen, gegen das Team aus Posen. Damit herzlich willkommen hier in den Niederlanden, in Blumenthal, zum letzten Europapokal der Landesmeister dieser Art. Denn in der kommenden Saison wird ja die Europa-Liga ausgespielt und dann vielleicht, oder nein, ganz sicher, auch wieder mit dem Krefelder HTC, der erstmals mit dabei ist in dieser Veranstaltung und auch in der Europa-Liga eben schon fest gebucht ist.